Herr Schaffen, wir kommen zu einem der Kernkonzepte der Thermodynamik, aber auch gleichzeitig einem der komplexesten Konzepte, nämlich dem Konzept der Entropie. Wir fragen hier nicht nach der Energie, die in einem System steckt oder die einen Prozess verändert wird, sondern wir fragen nach der Entropie, nach dem Chaos, welches sich verändert während eines Prozesses. Manche Prozesse in der Natur laufen ab, andere Prozesse laufen nicht freiwillig ab. Klassisches Beispiel ist die Verdünnung eines Gases etwa, wenn man es mit dem Vakuum in Kontakt bringt, oder die Verdünnung jeglicher Substanz, wenn man sie mit einem Lösemittel in Kontakt bringt. Spontan haben wir eine Verdünnung, in dem Fall dehnt sich das Gas spontan ins Vakuum aus. Der umgekehrte Vorgang, die spontane Aufkonzentrierung, wurde nie beobachtet. Wenn wir die Energie bei diesem Vorgang uns anschauen, dann stellen wir fest, energiemäßig ist das ein Nullsummenspiel. Energie vorher und nachher ist völlig gleich. Das bedeutet, dass die Energie auch kein Kriterium dafür ist, ob der Prozess stattfindet oder nicht. Der erste Hauptsatz, der die Energieerhaltung postuliert, verbietet die Rückreaktion nicht. Ein anderes Beispiel ist die Angleichung von Temperaturen zweier Systeme. Klassisches Experiment der Kalorimetrie. Wärme fließt freiwillig von heiß nach kalt, aber es wurde nie beobachtet, dass Wärme freiwillig den umgekehrten Weg nimmt. Oder gar, dass sich ein homogen temperierter Körper sich spontan in diesen Endzustand verändert, in dem Teile des Körpers heißer sind als andere Teile. Auch dieser Prozess ist nach dem ersten Hauptsatz ein Nullsummenspiel. Die Energie im Zustand 1 ist gleich der Energie im Zustand 2. Die Energie ist kein Kriterium dafür, dass der Prozess stattfindet oder nicht. Wir brauchen also eine weitere Größe, eine andere Größe, die uns gestattet, vorherzusagen, welche Prozesse möglich sind und welche nicht. Und diese Größe ist die Entropie. Wenn Sie sich anschauen, dass bei dem Prozess der spontanen Ausdehnung ins Vakuum Informationen verloren gehen, dann sind wir schon auf dem halben Weg zur Entropie. Der Endzustand hat weniger Informationen über die Lage der Teilchen als der Anfangszustand. Die Information nimmt ab. Man kann auch sagen, das Chaos, der Unordnungszustand nimmt zu. Und genau hier liegt der Kern des Begriffes der Entropie. Das Gleiche können wir auch bei dem Temperaturangleich feststellen. Wir haben auf der rechten Seite ein System, bei dem die Information geringer ist als auf der linken Seite. Die Information nimmt hier ab, das Chaos nimmt hier zu. Und genau das sagt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik aus. Das Chaos im Universum kann nur zunehmen. Was immer auch passiert, das gesamte Chaos, der gesamte Unordnungszustand des Universums, die gesamte negative Information wird immer nur größer. Bestenfalls kann sie konstant bleiben. Wenn Sie ein isoliertes System haben, zum Beispiel der Inhalt einer Thermoskanne, warten eine Weile und schauen sich Anfangs- und Endzustand an, dann können Sie mit Sicherheit sagen, nach dem ersten Hauptsatz, die Energie von Anfangs- und Endzustand werden gleich sein, Delta U gleich 0. Und die Entropie, also das Chaos im Endzustand, wird größer oder gleich sein als die im Ausgangszustand. Bestenfalls
wäre noch möglich, dass das Chaos gleich ist, dass Delta S gleich 0 ist. Dann hätten wir einen reversiblen Prozess vor uns, denn nur in dem Fall könnten wir auch die Umkehrung des Prozesses nach dem zweiten Hauptsatz gestatten. Etwas komplizierter wird es bei geschlossenen Systemen. Da müssen wir nämlich die Umgebung mit berücksichtigen. Wenn wir ein geschlossenes System haben mit der Umgebung, beobachten dieses System in einem Anfangszustand, warten eine Weile, haben dann einen Endzustand, dann können wir mit Sicherheit sagen, die Energie des Systems plus der Umgebung ist im Anfangszustand gleich dem Endzustand. Das bedeutet, die Energieänderung vom System plus die Energieänderung von der Umgebung, die muss gleich null sein. Lokal kann sich die Energie durchaus vergrößern, aber nur auf Kosten eines anderen Teils des Universums. Und ähnliches gilt für die Entropie. Die Gesamtentropie aus System und Umgebung, die wird auf jeden Fall größer werden. Lokal kann sich eine Abnahme der Entropie ergeben, aber nur auf Kosten der Umgebung. Erster Hauptsatz und zweiter Hauptsatz, die zwei Grundpfeiler der Thermodynamik, lassen sich auch etwas anders formulieren. Wir können sagen, dass ein Perpetuum mobile erster Art unmöglich ist nach dem ersten Hauptsatz. Ein Perpetuum mobile erster Art ist eine Maschine, die nichts weiter tut, als Arbeit abzugeben. Das kann nach dem ersten Hauptsatz nicht funktionieren, denn die Erzeugung von Energie jeglicher Art ist unmöglich. Ein Perpetuum mobile zweiter Art ist eine Maschine, die Wärme zu 100% in Arbeit umwandelt. Nach dem ersten Hauptsatz ist schon ein Perpetuum mobile erster Art verboten. Nach dem ersten Hauptsatz ist ein Perpetuum zweiter Art durchaus denkbar. Aber der zweite Hauptsatz, der verbietet ein Perpetuum mobile zweiter Art, denn bei diesem Prozess würde sich die Umgebung abkühlen und sonst nichts passieren. Das wäre gleichbedeutend mit einer Erniedrigung der Entropie und das kann nicht sein. Die Entropie kann man zahlenmäßig berechnen nach zwei Formeln. Die eine Formel geht auf Herrn Boltzmann zurück und verknüpft die Entropie mit der Wahrscheinlichkeit. Genauer gesagt mit der Anzahl der Mikrozustände. Man kann sich das wie folgt veranschaulichen. Wenn wir mit zwei Würfeln würfeln, haben wir für die Gesamtaugenzahl 3 zwei Möglichkeiten. Wir haben zwei Mikrozustände für den Makrozustand Gesamtaugenzahl 3. Die Anzahl der Mikrozustände wird mit Omega gekennzeichnet. Wenn wir die Augenzahl 7 würfeln wollen, haben wir schon 6 Mikrozustände. Diese Anzahl der Mikrozustände Omega kann man jetzt direkt verknüpfen mit der Entropie. Das ist die berühmte Boltzmannsche Entropieformel. Entropie ist Boltzmann-Konstante mal Logarithmus, Anzahl der Mikrozustände, thermodynamische Wahrscheinlichkeit. Wenn wir also für den Zustand 7, zwei Würfel, die Entropie berechnen wollen, hätten wir K mal ln 6. Für den Zustand 12 hätten wir K mal ln 1 als Entropie. Der Zustand 7 hat eine größere Entropie, hat ein größeres Maß an Unordnung, hat weniger Information als der Zustand 12. Nach dem ersten Hauptsatz muss Delta U gleich 0 sein, das heißt Q1 plus Q2 plus W gleich 0. Nach dem zweiten Hauptsatz muss Delta S bestenfalls gleich 0 sein, das bedeutet Q1 durch T1 plus Q2 durch T2 gleich 0. Der Wirkungsgrad minus W durch Q1 ist dann Delta T durch T1. Eine Kanonmaschine kann auch als Wärmepumpe laufen. Die Gleichungen sind völlig analog, nur die Vorzeichen von W, Q1 und Q2 kehren sich um. Wir haben bei dieser Diskussion jetzt schon die zweite Definition für die Entropie benutzt, nämlich die Entropie im Sinne von Clausius als reduzierte Wärme. Die Entropieänderung
ist gleich reduzierte Wärme, ist gleich Wärme durch Temperatur, genauer gesagt reversible Wärme durch Temperatur. Wenn die Temperatur nicht konstant bleibt, müssen wir integrieren, dann gilt das dS gleich dQrev durch tS. Als kleine Merkhilfe, als kleine Eselsbrücke für diese Formel Q durch T als Cartoon. Wir fassen zusammen, die Entropie ist ein Maß für negative Information, ein Maß für das Chaos, ein Maß für die Unordnung. Sie lässt sich berechnen, entweder aus Wahrscheinlichkeiten, aus Anzahl der Mikrozuständen Omega über die Boltzmannsche Formel oder nach Clausius aus der reversiblen Wärme, die wir durch die Temperatur teilen müssen. In jedem Fall gilt der zweite Hauptsatz, die Gesamtentropie des Universums kann nur zunehmen, im besten Fall konstant bleiben bei reversiblen Prozessen.